Der kleine Bär kann nicht schlafen. Es ist Nacht und eigentlich sollte der kleine Bär schlafen. Aber er kann nicht schlafen. Lieber spielt er mit seinen Spielsachen und hüpft in seinem Bett herum. Schließlich steht der kleine Bär auf. Papa ist gerade dabei, die Schublade aufzuräumen. Papa, Papa, ich kann nicht schlafen. Ich möchte eigentlich gar nicht in meinem Bett sein. Oh, gute Idee. Dann kannst du hier meine Schublade aufräumen und ich lege mich in dein weiches, großes Bett. Der kleine Bär schaut das Chaos in der Schublade an. Nein, nein, ist schon gut. Ich gehe in mein Bett. Mama und Papa Bär spielen Schach. Dann steht Papa Bär auf und holt ein Glas Orangensaft. Als er zurück ins Wohnzimmer geht, erschrickt er. Was ist denn das? Kleiner Bär, du solltest schlafen. Ich kann nicht schlafen. Mama und Papa Bär sind nicht sehr glücklich. So, ab ins Bett, sagt die Mama und bringt den kleinen Bären ins Bett. Komm, wir spielen, Mama. Nein, sagt Mama. Okay, aber einmal das Schnüffelspiel. Mama lacht. Sie nimmt den kleinen Bären hoch, steckt ihre Nase in sein Fell und schnüffelt. Das ist überhaupt nicht mein Kind. Nein, das ist nicht mein Kind. Doch, kreischt der kleine Bär lachend. Mama schnüffelt wieder. Nein, das riecht überhaupt nicht nach meinem Kind. Doch, kichert der kleine Bär wieder. Jetzt schnüffelt Mama an seinem Hals. Ah, doch, doch, ist ja doch mein Kind. Der kleine Bär lacht und legt sich zufrieden in sein Bett. Aber es dauert nicht lange, da kommt er wieder. Papa, vor meinem Fenster höre ich Geräusche. Komm, wir schauen mal nach. Papa öffnet das Fenster. Und jetzt sieht der kleine Bär, hier ist ein Igel. Der macht diese Geräusche. Du siehst, es ist alles in Ordnung. Jetzt kannst du schlafen, kleiner Bär. Nein, der kleine Bär kann nicht schlafen. 5 Minuten später kommt er schon wieder zu Mama und Papa. Sag mal, was ist denn los? Warum kannst du nicht schlafen? Ist heute in der Schule irgendetwas Spezielles passiert? Der kleine Bär erinnert sich. Nein, wir haben geschaukelt, wir haben gespielt,
Es war alles normal. Ja, was möchtest du denn? Fragt Papa. Der kleine Bär lacht verschmitzt. Ich möchte bei euch sein. Also gut, sagt Mama. Dann gehen wir jetzt alle zusammen ins Bett. Der kleine Bär kuschelt sich in die Arme von der Mama und schläft sofort ein. Am nächsten Abend beginnt das Ganze wieder von vorn. Mama, Papa, ich kann nicht schlafen. Irgendetwas Komisches ist in meinem Zimmer. Ich sehe da im Dunkeln etwas. Papa nimmt den kleinen Bären auf seine Schulter und sagt, komm, wir gehen und schauen mal, was da in deinem Zimmer ist. Ja, es ist dunkel. Das ist korrekt. Aber schau, deine Augen gewöhnen sich schnell an die Dunkelheit. Und dann kannst du alles ganz genau sehen. Siehst du den Schrank? Ja, ich kann den Schrank sehen. Siehst du die Kommode? Ja, ich sehe auch die Kommode. Und kannst du auch mich sehen? Fragt Papa und tanzt ein bisschen. Ja, Papa, alles ist gut. Machst du noch das Schnüffelspiel mit mir? Papa Bär schnüffelt am Arm vom kleinen Bären rauf und runter. Was ist denn das für ein Kind? Das riecht nicht nach meinem Kind. Doch, ruft der kleine Bär. Papa schnüffelt erneut. Ja, wo ist denn unser kleiner Bär? Das riecht ja nach einem ganz anderen Kind. Nein, lacht der kleine Bär. Ich bin es. Jetzt schnüffelt Papa an der Stirn vom kleinen Bären. Ah ja, ist ja doch mein Kind, sagt er erleichtert. Der kleine Bär strahlt. Hi, Papa, das war schön. So, jetzt aber bitte schlafen. Also, eigentlich möchte ich lieber wieder bei euch schlafen. Und so schlafen Papa, der kleine Bär und Mama wieder zusammen im großen Elternbett. Am nächsten Abend erzählt die Mama eine Geschichte von einem Ritter. Als die Gute-Nacht-Geschichte fertig ist, steht der kleine Bär direkt auf. Ich komme wieder zu euch ins Bett, aber heute nehme ich meinen Teddy mit. Ist gut, sagt Mama. Aber nur deinen Teddy. Die anderen Plüschtiere bitte nicht, sonst haben wir keinen Platz im Bett. Der Teddy schaut zu seinen Plüschtieren. Oh je, die Giraffe, die sieht traurig aus. Auch das Nilpferd und der Affe scheinen nicht besonders glücklich zu sein. Sie mussten schon 2 Nächte alleine ohne den kleinen Teddy schlafen. Der kleine Teddybär studiert.
Er möchte nicht alle Plüschtiere alleine lassen. Ich glaube, ich nehme meinen Teddy und ich schlafe doch in meinem Bett, sagt der kleine Bär. Er nimmt seinen Teddy und geht zurück in sein Bett und schläft dort.